Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X in der HD Remastered Version. Ja, im letzten Part haben wir uns eine Schifffahrt gegönnt, die recht abrupt geendet ist, beziehungsweise mit ziemlich viel Zerstörung. Sin hat gewütet. Und jetzt sehen wir das Resultat davon vor uns. Und damit beschäftigen wir uns in diesem Part und eventuell mit ein bisschen mehr. Mal schauen. Sogar die Schankstube hat so... Wie soll man das alles nüchtern ertragen? Gute Frage. Was mich am meisten interessiert ist, wo sind die spielenden Kinder hin? Da haben wir ja gesehen, da wollten welche Blitzball spielen. Oder so ein bisschen Ball spielen. Und dann hat man hinterher noch den Ball im Wasser treiben sehen. Deswegen werde ich mich da nochmal umgucken dürfen. Aber was macht ihr? Vorsicht, Tidus. Hier ist nicht alles trittfest. Von hier geht's nicht weiter. Ja, aber Wacker kann da hin, oder was? Ah, okay. Ich sehe es schon. Das letzte Video hat schon Content-ID-Einspruch gekriegt. Das wird in diesem Video definitiv nicht anders sein. Wobei allgemein in dem Let's Play wird das relativ häufig der Fall sein. Egal, gönnt's euch. What's ascending? Are we going somewhere? You truly are clueless. Are you sure it's just your memory that's the problem? Ja, weil es halt so ist. The dead need guidance. Filled with grief over their own death, they refuse to face their fate. They yearn to live on and resent those still alive. You see, they envy the living. And in time, that envy turns to anger, even hate. Should these souls remain in Spira, they become fiends that prey on the living. Sad, isn't it? The sending takes them to the far plane, where they may rest in peace. Summoners do this?
Ein schöner Tanz, nur mit einem traurigen Hintergrund. It must be tough, being a summoner. Yuna chose her own path. She knew from the beginning what it meant. All we can do is protect her along the way. Until the end. Until the end? What's the end? Until she defeats sin. Die Antwort ist korrekt. Oh. I hope I did okay. You did very well. They've reached the far plane by now, but no tears next time, I wished there would never be a next time. No more people being killed by sin. No more sendings for Yuna. Everyone stood there watching her. It was strange, and somehow horrifying. I never wanted to see it again. Oh, wenn man sich den Hintergrund überlegt, kann ich es ihm nicht verübeln. Achso, nee, dann will ich nicht schlafen. Ich wollte mit dir reden. Junge? Wenn ich groß bin, werde ich ein Blitzball. Ernsthaft? Du willst geschlagen und getreten werden? Das macht doch sehr viel mehr Sinn, wenn du klein wirst. Nein, kommt. Wir sind lieb. Hast du noch was anderes zu sagen? Nö, er will ein Blitzball werden. Das ist meine Heimat, auch wenn ein Trümmerhaufen ist. Ich will nicht von hier weg. Und ja, ich spreche alles Mögliche zweimal an Personen. Hey, you awake? Captain Walk is waiting for you. Ist er das? Es ist so viel kaputt, ich weiß gar nicht, wo ich mit den Reparaturen anfangen soll. Okay, auch nichts Neues. Aber ich laufe hier erstmal ein bisschen zurück. Dank der ehrwürdigen Yuna konnten alle friedlich ins Abysum. Welch Segen. Wahrlich ein Segen Jevons. Meine Enkel haben den rechten Weg ins Abysum gefunden. Enkel. Das heißt, ja, toll. Ist schon fast die Bestätigung, dass sie sterben. Ah, da ist Wacker. Ah! Ich habe den Laden zwar aufgemacht, aber ohne Ware läuft einfach nichts. Euer Bettlexikon, Band 4. Nehme ich natürlich sehr, sehr gerne mit. Ich will nichts essen. Ich will einfach nur hier bleiben. Der Anblick des Meeres macht mir Angst. Ich glaube, ja, immer glaube ich, einen Schatten zu sehen. Ah, okay, nichts Neues. Vor nichts Neues, oder? Ah, doch, da war was Neues und ich habe es nicht gelesen. Toll. Dann machen wir es nochmal. Lebensmittel, Wein, alles auf dem Meeresgrund. Sin hat mir alles genommen. Ah, nicht gut. Ah, there you are. Be said, Aurochs, huddle. On to the temple, where we pray for victory. Go! High Summoner O'Holland used to live in the Kilika Temple here. Yep. Lord O'Holland was once a great blitzer, you know. Waka. Hmm? Praying for victory's all good. Ugh, but
Is this right? Something wrong with enjoying Blitzball? Is this really the time? This is the only time. The players fight with all their strength. The fans cheer for their favorite team. They forget pain, suffering. Only the game matters. That's why Blitz has been around for so long. At least that's what I think. Whatever you say. Ist eine einleuchtende Logik. Let's play and win, right? Right. Tempo's beyond the jungle there. Let's go. Wenn's einem zu dreckig geht, muss man sich mit irgendwas ablenken, was positiv ist. Deswegen, ich kann den Gedankengang voll nachvollziehen. Ich hoffe, es war ein böser Traum. Und wenn ich aufwache, dann wäre alles wieder beim Alten. Aber nichts war beim Alten. Vater. Oh. Wenn Sin wieder auftaucht, sind alle Reparaturen umsonst. Zerstörung und Wiederaufbau. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Nicht nur Killika, ganz Spira leidet unter Sin. Oh, ein weinendes Kind. Hallo, Kindchen. Ich will zu dir hin. Ich will dir helfen. Nicht weinen. Ja, fast noch ein Kind zum Besegnen gewesen. Na, wo bist du hingerannt? Ich kann es mir ja schon vorstellen. Entweder hierhin oder... Nein, du bist der Blitzball. Hier müsstest du sein. Ja. Du hast meine Schwester gerettet, nicht wahr? Der Inhalt der Kiste gehört dir. Nimm es ruhig. Ein Dankeschön von mir. Äther. Na, warum nicht? Was man hat, das hat man. Und? Was sagt die Kleine? Danke, dass du mich gerettet hast. Unser Haus ist zwar kaputt, aber ich habe ja noch meine Schwester. Deswegen geht's mir gut. Das freut mich. Jeden Tag eine gute Tat. Jetzt abgesehen von gute Tat. Sphärobrett. Bevor es weitergeht. Rupp. Man muss ja zum Glück nicht genau auf einem Punkt sein. Zup. Magie steigt. Wunder. MP steigen, warum nicht? Kraft, HP steigen ist immer gut. Lulu. Auch die hat ihre kleinen Upgrades verdient. Nicht so sehr wie ich, aber sie hat sie verdient. Junalein. Wow, was haben wir hier? Ex-Foy? Ex-Blitz? Lass mich raten, Ex-was? Nein. Bewegen. Wieso kommen jetzt eigentlich die Ex-Zauber? So früh. Muss ich nicht verstehen, oder? So, Ex-Blitz, Ex-Foy. Ex-Eis. Ja. Ex-Was, ja, okay. Wo ist denn der nächste Spell dann? Er ist hier, oder was? Ja. Ne, hier ist auch noch einer. Ne, Engel. Ja, sind ein paar Level, die gemacht werden müssen, um an Engel und besonders ans Beten ranzukommen. Kimari Ranzo. Wo wandere ich denn jetzt mit dir hin? Wow. Muss ich mich wirklich einmal hier umgucken? Ich
bin ich wirklich so gar keine Ahnung, wo ich mit dem hinwandere. Ultima. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ach, wisst ihr was? Ich bewege mich einfach hier ein bisschen rum. Benutzen. Wunder-Steroid. Zeit. Passt schon. Bei allen verteilt. Jetzt möchte ich gerne noch die Ausrüstung anpassen. Soweit es möglich ist. Lulu. Wunderwandler, Kälteschlag. Lohnt sich alles nicht. Wappen. Ah, gegen Blindschutz. Auch wenn es sich für Lulu auch nicht lohnt. Bruderherz, Bugler. Na, lass ich Bruderherz angelegt. Das passt. Bugler, gibt es nichts anderes für. Waisenstab. Wichtig, dass Juna den hat. Der Reisering hilft auch sehr. Kimari hat da kein Upgrade. Da auch nicht. Und Wakato auch nicht. Das kommt alles noch. Gut, weiter geht's. Weiter geht's. Da in dem Haus war ich, glaube ich, noch nicht. Es tut mir leid. Er wurde von Zinn vergiftet. Bitte habt Nachsicht, wenn er wirre Dinge von sich gibt. So, und was für wirre Dinge gibt man jetzt wirklich von sich, wenn man vergiftet ist? Was guckst denn so? Das ist hier kein Zoo. Das finde ich jetzt nicht unbedingt als wirres Ding. Ich mach mal einen Zwischenspeicherer, bevor irgendwie was passiert. Und ja, zweiter Spielstand. Falls irgendwo meine Aufnahme so abbricht, wo ich keinen Bock drauf habe. Und jetzt quatschen wir mal mit. What's up? Yuna is saying she wants you with us. Huh? I want to ask you to be my guardian. You know what? There's no time for jokes, yeah? He may be a blitzball whiz kid, but up against fiends, he's a newbie. Und man kann's ja lernen. Not a guardian then. I just want him nearby. What? What do you mean? It's just that, well. Sie hat Sympathien. We're all going to the temple anyway. Can't this wait till later? I'm sorry. I shouldn't have... There's nothing to be sorry about. I'm just not really sure what's going on. My apologies. Oh, okay. Mari mischt sich ein. Von dem haben wir schon mal einen auf die Mütze gekriegt. Ja, gut. Und bevor ich mich jetzt hier in dem Wald wirklich umgucke, setze ich einen kleinen Cut, den werdet ihr nicht großartig bemerken. Vielleicht wieder Melodie, aber egal, ihr kennt mich, wenn ich einen Cut gesetzt habe, leite ich jedes Mal wieder neu ein. Wie ist das, kleiner Cut? So. Mein Mini-Päuschen beendet und jetzt geht's weiter. Kimari, why don't you use Lancet on it? What's a lancet? Normally, it's a skill that weakens enemies and heals the user. But when Alonso uses it, that Alonso can sometimes learn fiend's abilities. Hey, sounds cool. Ja, und Kimari hört.
Nee, 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 nix da. Die darf gleich finishen, ja. Aber mehr auch nicht. Du hast auch schon deinen Move gemacht. Na? Definitiv. Musst du was machen? Ich empfinde das tatsächlich als relativ wichtig. So, Weißmagie, Vita. Einmal Aaron. Ja, nee, ist klar. Ja, ich dachte, Wacker hätte den Schaden abgekriegt. Ne? Scheinbar nicht. So, jetzt darf Lulu. Schwertsmagie. Oh ja, weil Info. Die sehen wir jetzt durch den Weisenstab von Yuna. Dass das durchschauen. Und durch dieses Rumgewechsel kriegen sie halt wirklich alle AP und sonst nur die, die im Kampf teilnehmen. Und ich möchte den Wald ein wenig fürs Training. Barfuß. Ja, genau. Ah, da vorne das Vieh, da kümmere ich mich auch noch drum, aber nicht jetzt. Wir laufen hier auf verschlungenen Faden entlang. Yuna, ich glaube, da wird gleich Valparis sein Coming Out haben. Aber erstmal gleich so an. Let us guardians handle the likes of these. Ja, ja, ist Sache der Leibgarde. Hör auf zu quatschen. I'll handle it. Step aside. Immer diese Klugscheißerin, aber ja komm, dann. Nein, du Klugscheißerst jetzt nicht weiter. Kemari. Ah. Hätte ich eher drauf gucken können, sollen, müssen. Dann war vielleicht Lulu ran. Aber gut, dass Yunalein noch on stage ist. Mann! So, jetzt. Lulu! Now what? Wie, was jetzt? Ist so ganz einfach. Das Vieh ist Blitz, also Wasser. Und da sieht man es hier auch. 1,5-facher Schaden. Anyone thirsty? Ja, ich. Aber ich habe hier Kaffee stehen, also alles gut. Ja, ist jetzt Wacker dran. I can take care of those alone, huh? Booyah! I'm on a roll! Total professionell. Wir hatten ja gesehen, wie viel Erfahrung Yuna braucht. Datenball erhalten. Wie geht's noch weiter gerade aus? Ach gut. Die Bürgerwehr übt für die Offensive. Wenn ihr Sins Schuppen seht, sagt es mir. Ist das hier komplett einfach nur außenrum ein Weg? Focus on the fight. No worries. Ja. Da dafür sorgen, dass alle. Let us guardians handle the light. Ja, ja, ich weiß, dass das Sache der Garde ist. Diese Art des Angriffs, wenn alles so läuft, wie ich mir denke, werdet ihr in diesem Let's Play häufiger sehen. Ab einem gewissen Punkt zumindest. Komm, ich will hier keinen sterben lassen oder so. Und Yuna ist tatsächlich so die einzige wirkliche Heilerin. Kidos Kemari. Wenn Kemari hittet und den killt, ist blöd. Make way. Ja, ist richtig. Vernichtet.
You're not too bad. Ich weiß. So viel zu dem Thema, hey, hier ist ein Anfänger bei Monsterkämpfen. Aber ich gucke mir den Weg hier trotzdem einmal an. Ja, okay. Ist wirklich nur einmal rum und das ist die Abkürzung. Ja, gucke ich jetzt nochmal auf der anderen Seite. Mit dem Riesenvieh will ich mich jetzt nicht direkt anlegen. Na, come on. Räum ich direkt ab. Irgendwas zum Heilen da. Ja. Dich brauche ich später. Erstmal Kaimari und Wacker, damit die Erfahrung bekommen. Es ist jedes Mal dasselbe. Item Potion. Auf Yuna. Da fängt ziemlich langsam an, interessant zu werden. Wacker, Wacker. Lu, Lu. Die Schwarzmagierin, die nicht nur ihre Magie einzusetzen weiß. Ja gut, vielleicht schon. Aber streng genommen stehe ich mehr auf Lulu als auf Yuna. Auch wenn Yuna knuffiger ist. Deutlich knuffiger. Wundersferoid. Okay, ich hätte erst rechts rumgehen müssen. Take it easy, huh? I'm fine. Zack. Und zack. Ja, Lulu könnte wieder Vollgas geben. Aber ihr kennt mich. Ich hab's mehr als einmal schon gesagt. Du darfst trotzdem nochmal angreifen. Ja, ist ja gut. Und wenn du schon sagst, dass man zu Lulu überlassen soll. Wartet mal, hatte ich Yuna jetzt eigentlich schon? Nee, oder? Shit, ich weiß es nicht. I'm ready. Ja, dann überlasse ich es jetzt Yuna. Walfaris! Schon wieder die lange Animation. Ja, ich gut. Please, fight with us. Ja, Walfaris macht das schon. Wahrscheinlich kriegt Lulu jetzt keine Erfahrungspunkte. Ja, super, ich habe nicht richtig drauf geachtet. Ob sie jetzt gekriegt hat oder nicht, werde ich im Nachbearbeiten sehen. Chance zum Präventivschlag und das gefällt mir. Klock. Glock. Glock. Dann kann ich jetzt rüber wechseln zu Wacka Wacka. Hey, hey. Und der Safe Switch zu Lulu. Wasser Marsch. Ich wollte schon frei sagen, Marsch passt besser. Hier welche lang gelaufen sind. Na? Wir üben, wir üben. Die Leibgarde sei gegrüßt. Lauft ihr immer nur hin und her? An Orten, an denen sich Sin aufgehalten hat, scheint es von Monstern zu wimmeln. Seid also vorsichtig.
Und Dankeschön. Wow. Primari. Newbie here. Sorry. Neuling hier. Och, tut mir leid. Ich stehe da drauf. So, Lulu. Burn, baby, burn. Na, es gibt halt noch ein, zwei Sachen, die erledigt werden müssen. Ja, erstmal hier runter, weil hier habe ich mich noch nicht so richtig umgeguckt. So, du wirst eh nicht getroffen. Lolo. Ah, du triffst auch nicht, also alles gut. Was? Lulu hat getroffen? No good. It's too fast. Wacker. Eigentlich. Yuna hier. Ja, Yuna hier, genau. Medica. Damit kriegen wir das Gift von Primari runter. Light shine strong. Our woe be gone. Ich mag die Sprüche. Wacker könnte, soll aber nicht. Lulu soll jetzt auch nicht. Dich wechsle ich aus, weil es lustig sein könnte. Nothing to fear, the hero's here. Schöner Spruch. Sehr, sehr schöner Spruch. Das sind so die Kleinigkeiten, warum ich Final Fantasy so mag. Ah, Walfaris. Okay, ich habe jetzt eigentlich was ausprobieren wollen, aber funktioniert nicht. Ich muss wirklich in den Einstellungen rein. Blöd, blöd, blöd. Aber egal, es funktioniert trotzdem. Du hast mir nur Videozeit. Ja, normal verteidigen geht bei denen nicht. Sanfte und harte Tour funktioniert aber. Jetzt nehme ich die harte Tour. Wird einem später eigentlich erklärt. Und harte Tour ist das schnellste, um die Leiste voll zu kriegen. Leider. Wisst ihr was, auch wenn es später erklärt wird, ich erkläre es jetzt. Die harte Tour sorgt dafür, dass man zwar etwas mehr Schaden kriegt, wenn man getroffen wird, aber die Ekstase-Leiste füllt sich schneller. Und genau das möchte ich bei Walfaris. Eine volle Ekstase-Leiste. Genauso wie ich eigentlich auch einen bei Yuna haben möchte. Aber das ist im Moment etwas schwieriger zu bewerkstelligen. Die Leben hat halt viel eh nicht. Ach, ist da was, ich mach's trotzdem. Mach ich jetzt fertig? Ja, come on. Vernichtend. Wir haben eh noch nicht genug trainiert. So, nein. Mit dir möchte ich mich noch nicht anlegen. Auch wenn ich es noch tun werde. Von da kam ich. Hier oben muss ich lang. Ja, genau. Hämmer ruhig drauf.
Yuna macht das schon. Weißmagie, Vita für Lulu. Ah, Tetus hat seine Ekstaseleiste voll, das ist schön. Schwarzmagie, erstmal weg mit dem Vieh. Wow, reicht einfach nicht. Oh, Ekstase. Why not? Ist halt leider nur Single Target. Das hat aber gereicht. Weißmagie. Medica für Tido. Wenn ich drei Gegner habe, gibt es mehr AP. Das heißt, ich muss so oder so einmal durch alle durch. Waka. Sit back and watch. Na, du siehst immer noch nicht so fit aus. Spezial anfeuern? Ja, warum nicht? Let's give them all we got. Weißmagie, Vita. Rup. Passt, wackelt. Und hat volles Leben. Lalalala. Nein. Nein. Oh, komm raus, Walfaris. Ich sagte doch, ich will auf jeden Fall seine Ekstaseleiste voll haben. Bei Yuna wird das etwas länger dauern. Leider. Also ich brauche zweimal insgesamt Walfaris Ekstaseleiste voll. Und einmal Yunas Leiste. Aber das wird nicht sofort. Yunas Leiste also. Aber ich muss Yuna, damit ich vernünftig durchs Spiel komme, auf einen gewissen Punkt bringen. Ja, das da vorne ist der normale Weg. Das heißt, ich muss wieder zurück. Ich will nämlich das Riesenvieh platt machen. Komm, heil Wacker hoch. Der hat's verdient. Ja, aber angreifen dauert trotzdem nicht. Allow me. Nö. Glaube ich dir nicht. Ich erlaube dir was zu machen, aber nicht, dass du den Kill setzt. Du hattest was für Ma. Dann fehlt jetzt noch die Mari. Das ist gut. Wacker hatte nichts gemacht, aber ich habe Walfaris auch noch nicht. Die Ekstase durch. Also echt mehr Training als wirkliches Gameplay. Es tut mir leid, aber was nötig ist, ist nötig. Und ich lasse ungern Herausforderungen liegen. Besonders wenn sie machbar sind. Na, come on. Leveln wir einmal hoch. Was passiert, wenn ich da lang gehe? Da ist geblockt und da ist geblockt. Lohnt sich also irgendwie doch nicht. Dann laufe ich erstmal hier links rum. Alles gut. Wobei bis hierhin, dann gibt es wenigstens noch ordentlich Stadt. Ja, komm, machen wir.
Also es ist durchaus möglich, dass ich bei Kemari totalen Blödsinn verzapfe. Ich weiß, wie ich ihn im unterm Strich aufbauen möchte. Fürs Playthrough. Und das heißt ja leider nichts. Na ja, komm, erstmal hier hin. Weil ich mir gerade unschlüssig bin, ob ich da runterziehe oder hier hoch. Zeithieb. Will ich den Zeithieb haben? Aktuell, ehrlich gesagt, eher weniger. Eigentlich etwas weniger. Was ist das? Hast. Ja, Hast ist über Zeithieb in der Priorität, aber wir leveln eh noch ein bisschen. Komm, ich nehme den Zeithieb mit. Hinterher vergesse ich ihn. Nee. Yuna, bewegen. Sehr schön. Was? Ja, ja. Benutzen, Wunder. Mehr MP für Yuna ist eine gute Sache. Ich habe keine Ability-Spheroiden mehr. Shit! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe alles Mögliche, aber keine Ability-Spheroiden. Oder bin ich einfach nur zu blöd? Beides ist möglich. Was der Fall ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mensch. Bis hierhin komme ich. So, benutzen. Grass. Danke. Stummhieb wäre auch ganz nice. Ach, nee, Yuna können wir ja nicht. Mensch. Ich hasse es. Habe ich noch irgendeinen Weg nicht abgelaufen? Ja, hier bin ich nämlich lang. Yuna, du kriegst leicht dein Coming Out. Lulu, du auch gleich. Ne, Yuna darf den finishen. Deswegen darf Lulu jetzt auch keine Magie einsetzen. Ich bin schon wieder nicht in den Einstellungen rein. Ich Vollidiot. Verdammt und zugenäht. Mach das Vieh nass. So, Ziel, weil Fahrersleiste füllen. Check. Ja, nicht Pause. Optionen. Hintergrundmusik, Untertitel, Namen, Cursor, ja, ist okay. Hilfe, Bestia, kurz, Dankeschön. Karte ein, Vibration aus, passt, ich brauche keinen Vibrator in der Hand. So. Fortunas Feroid. Habe ich tatsächlich noch nie eingesetzt, also auch keine große Ahnung, was der bewirkt. Falsches Ziel, mein Guter. Lulu.
Oh, come on. Habe ich irgendwas von gelernt gewesen? Ah, nein, 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 nein. Item Potion für Yuna. Und ja, das hört sich, kommt einem wirklich bescheiden vor, wenn, dass ich das mache. Ist das zum Teil ja auch. Spezial Dragonik. Gegen Elementar. Ja, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, wird ganz sicher nicht funktionieren. Ich mache es trotzdem. Na komm, haut Tropfen drauf. Weiß Magie, Vita, wer wurde beschädigt? Kimari. Ich muss nicht auf die MP achten, weil ich will jetzt eh mich Richtung Speichersphäroiden bewegen. Insofern ist alles gut. Sit back and watch. Ich versuche momentan eher was anderes. Was ihr eventuell sehen werdet. Aber nee, Yunas Leiste fühlt sich definitiv nicht schnell genug. Also verkürze ich die Sache, damit ich wenigstens noch das Monster platt kriege. Danke für den vernichtenden Kill. Zeitwunder, ich will kein Zeit und Wunder. Ich möchte gerne mal wieder ein bisschen mehr Aktivität. Ja, ist doch gut. Dann übt mal weiter hier hin und her rennen. Wow. Ist jemand zum Heilen? Ja, Lulu. Warum triffst du nicht die richtige Person? Nö, du bleibst. Du könntest ja getroffen werden und deine Ekstaseleiste etwas auffüllen. Raka. Du bleibst. Lulu. Let's end this. Okay, dann mach das, wenn du es möchtest. Lululein, ich würde dir niemals widersprechen. Niemals nie. Das ist okay. So kurz vorm Ziel darf gerne noch ein Monster kommen. Ja. Warum freue ich mich, dass Yuna getroffen wird? Klingt kurz, weil sich dann die Ekstaseleiste etwas füllt. Jetzt darf Lulu. Das andere Spheroiden fehlen, also hier für die Talente, triggert mich trotzdem etwas. So, welcher ist der Spielstand, wo ich jetzt speichern kann? Ja, eigentlich der, ne? Ja. Oder? Nee, das ist mein Zwischenspielstand, genau. Also für diesen Part der Spielstand. Falls auf einmal die Aufnahme abbricht. The fiend before us is Ochu, Lord of the Wood. We've had trouble with this one before. Remember, discretion is the better part of valor. Soll ich wirklich unnötige Kämpfe meiden? Was meint ihr? Nee, oder? Genau der Meinung bin ich auch.
Ja, toll, ihr seid die Bürgerwehr, aber rennt weg. Na, sie halten sich an ihre eigenen Tipps. Unnötige Kämpfe meiden. Waka. Mal gucken, ob der Blindhieb hilft. Nee, ist immun. Okay. Ein Sprung oder kein? Ein Sprung. Bei dem hau ich so rein. Schwarzmagie, Feuer, sehr effektiv, man sieht's. Ah, die Giftfalle war jetzt nicht ganz so geil. Ist mir aber egal. Du hast keine Techner. Nee, Zeit, so ein Zeit-Sphäroiden brauchen wir nicht. Yuna! Vielleicht schaffe ich es ja bei dir. Habe ich mit irgendjemandem noch nicht angegriffen? Bei einem Livestream könntet ihr es mir jetzt schreiben. Und tatsächlich ist das Spiel hier so mit das einzige, also eins der wenigen, wo ich sogar streamen könnte. Schwarzmagie, Feuer. Weißmagie, Vita. Ach, die wurden alle nicht gehittet. Auf Juna nochmal verteidigen. Ja, nicht und tschüss. Potion. An Juna. Das hat schon seinen Sinn. Ne, du hast weiße Verteidiger. Feuer frei. Und dann wird's lustig. In näherer Zukunft. Zumindest war das der Plan. Das ist lustig. Jetzt, da ist es, genau. Das heißt, jetzt wird's lustig. Walfaris, let's go. Das ist jetzt nur, weil ich den Kampf kenne. Im Schlaf setzt nämlich Regener ein. Das heißt, jede Runde füllt der Leben auf. Und diese Technik wirkt auf Walfaris nicht, weil er ein fliegendes Monster ist. Na, ich glaube, 1000 Schaden müsste ich mit Walfaris anrichten können. Das heißt, so lange kann ich normal angreifen. Das war die Idee, dann lassen wir es. Laserstrahl, Solarisstrahl, Solaris. Weil ich wegen stärker. Vernichtend, ja. Deutlich stärker. Danke, Walfaris. Felswappen und ein MP-Sphäroiden. Wow. A summoner and her guardians. Very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Young Crusaders gather around. Klar. Ihr kämpft gegen Sinn, um Mädels aufzureißen. Ist klar. Hey, after the tournament, you should join the Crusaders. Hatte ich nicht vor. Gibt's eine Belohnung? Ah, danke schön. Wir haben eine Belohnung gekriegt. Hat alles nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte. Das ist gemein. Aber Chance zum Präventivschlag hat eine gute Sache. Kommen sie alle mal ran. Waka fehlt noch. Das hat wirklich gereicht. Okay. Speichern.
Natürlich nehme ich den Spielstand. Da wir den Wald als solches abgeschlossen haben und den Waldboss besiegt haben, kann ich den Part an dieser Stelle hier beenden. Und im nächsten Part geht es dann tatsächlich zum Tempel. Ja. Guten Freunden gibt man mal ein Küsschen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part. Ciao und tschüss.